Das, was wir Globalisierung nennen, spielt sich vor allem auf den Ozeanen ab. Da spiegelt es sich, wie es um die Welt steht. Um die Sicherheit und um den Handel. Heute kam das Wirtschaftsministerium mit der erschreckenden Zahl 23. Um 23% sind die deutschen Exporte in den ersten beiden Monaten des Jahres gegenüber 2008 gefallen. Und der Export ist lebenswichtig für den Exportweltmeister Deutschland. Im Hamburger Hafen, so berichtet Martin Niesen, haben sie es längst kommen sehen.